Nach dem ersten Glas habe ich dann gesagt, Trainer, Trainer, aber nächstes Jahr müssen wir in der Innenverteidigung, wir müssen auch flexibler spielen. Und wenn wir das Aufbauspiel gestalten, muss es dann auch über außen gehen. Da hat er dann endgültig gedacht, mit dem ist nicht einfach. Ja, pure Begeisterung. Er wird ja in der Öffentlichkeit immer falsch verstanden. Also Matthias Sammer schon alleine als Persönlichkeit zu erleben, ist eine tolle Sache. Darf ich erstmal guten Abend sagen und meine Damen und Herren, ich bin sehr glücklich hier zu sein. Ich bin sehr beeindruckt. Ich komme zurück in meine Heimat. Damals, ich musste gehen, ich wollte sportlich was erreichen, aber ich habe natürlich meine Wurzeln. Als meine Mitspieler schon das andere Geschlecht entdeckten, da habe ich gedacht, der Fußball ist das andere Geschlecht. Also ich habe schon auch ein bisschen gebraucht für manche Dinge. Der kam rein, so, ich weiß jetzt nicht mehr, zwei Tage vor dem Spiel, und sagte, habt ihr euch schon Gedanken über die Aufstellung am Samstag? Und wir beide natürlich, klar, besessen, auch ein bisschen verrückt und gegrübelt und haben dann einen Zettel gegeben, wo unsere Aufstellung drauf stand, wie wir uns das vorstellen können, ohne taktische Konstellation, sondern einfach mal die Namen. Und er sieht den Zettel und normalerweise haben wir uns schon gewundert und gesagt, normalerweise braucht er eine Brille, um das zu lesen. Aber er nahm den Zettel. Selbstverständlich, hielt ihn hin, auch so, dass man denken könnte, er liest so sich diese 11 Namen durch, aber er hat ja nicht erkannt, was da drauf stand, aber seine große Stärke war, boah, identisch, das ist die gleiche Aufstellung, wie ich sie im Kopf habe, am Samstag kann nichts passieren, so eine Einigkeit habe ich noch nicht erlebt, wir sind klare Sieger, am Samstag kann nichts passieren, das war ohne Land. Er war sehr ehrlich, sehr warmherzig. Diese zwei Halbzeiten mit dem Herrn Matthias Sammer selbst hat schöne Einblicke in sein Leben, Fußballerleben, aber auch privates Leben gegeben und das fand ich richtig klasse. Am besten haben mir seine kleinen Anekdoten gefallen, die er so von sich gegeben hat. Das macht ihn so menschlich, so, ja, so wie einer von uns. Und dann mit diesem Ambiente hier, also dieser Saal, dieses Drei-Gänge-Menü. Hervorragend für dieses Event und hat das Ganze einen wunderschönen Rahmen gegeben. Zum Abschluss gab es noch ein Autogramm. Ist das so wie eine kleine Trophäe für Sie heute Abend? Das ist eine Beute, ja. Würden Sie denn die Veranstaltung weiterempfehlen? Ja, gerne, auf jeden Fall. Dynamo Dresden selber ist die Wurzel
dessen, was ich heute bin, mit allen Schwächen, aber auch mit dem, was ich erreichen durfte.